Alle schlafen. So viele Kinder. Alle runter. Alle. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Naja, wir haben schon 12, sogar nach 12. Ich werde jetzt anfangen, mich fertig zu machen für die Hochzeit. Wir haben gefrühstückt, gechillt. Ich habe ein Video geschnitten, ist schon hochgeladen. Thumbnail habe ich gerade gemacht. Ich muss noch ein paar Sachen kurz an den Texten bearbeiten. Da kann ich das nämlich auch online stellen. Genau. Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir dachten eigentlich, wir müssen so gegen 5 ungefähr hier weg, 5.30 Uhr. Jetzt ist daraus aber 14 Uhr geworden. Ja, wir sollen nämlich dabei sein. Also wir sollen um 15 Uhr beim Bräutigam sein und dabei sein, wenn die Braut abgeholt wird und so weiter und so fort. Das heißt, einfach 3 Stunden vorher losfahren, wie eigentlich geplant. Deswegen mache ich mich jetzt eben schon fertig. Ich fange jetzt mit meinen Haaren an. Ich bin echt froh, dass ich die gestern frisch gewaschen habe. So kann ich jetzt in Ruhe ein paar Locken reindrehen. Ich werde mich schminken, ein Kleid anziehen. Ich muss mir nur eine Jacke raussuchen, weil es ist übertrieben kalt. Also es ist richtig kalt. Ihr seht ja, ich bin hier mit Sweater und langer Leggings. Also es ist wirklich richtig kühl. Deswegen, ja, ich würde sagen, ich fange mal an und zeige euch dann das Endergebnis. So, ganz, ganz kurz. Ich habe mich für dieses Kleid hier entschieden. Ich finde es echt richtig, richtig schön. Ich habe so Schlappen an, die sind von Buffalo. Das Kleid ist von H&M. Ist hinten frei. Genau, Locken einmal komplett gelockt. Ich werde mir aber so eine Klammer mitnehmen und auch ein Haargummi. Und ich habe mich eigentlich relativ dezent geschminkt, also sehr natürlich. So, wir machen uns jetzt los. So, jetzt kann ich mich doch noch mal ein bisschen besser melden. Wir sind jetzt nämlich endlich in Frankfurt angekommen. Wir sind jetzt gerade beim Bräutigam, genau. Die sind jetzt noch ein bisschen chillen, die Jungs zusammen. Hier sind nämlich tatsächlich eigentlich keine Frauen. Die Frauen sind erst bei der, also bei der Braut. Da fahren wir jetzt hin nach Offenbach und holen sozusagen die Braut ab. Ich bin jetzt nur hier, weil ja mein Mann und ich, ja, das wäre schwachsinnig von uns aus nach Frankfurt getrennt zu fahren und so. Deswegen, das wäre jetzt blöd gewesen. Auch der Freund von meinem Mann oder beziehungsweise von allen, mit seiner Frau werde ich eben den Tag dort verbringen. Also mein Mann war ja einmal Trauzeuge gewesen, falls sich der eine oder andere erinnert. Und der ist gerade hier, der ist mit den Öffentlichen hergefahren und seine Frau fährt direkt zur Location und mit ihr werde ich dann dort den Tag verbringen. Weil die Hochzeit wird getrennt stattfinden. Ich war noch nie auf einer Hochzeit, wo Frauen und Männer getrennt feiern. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also habe ich jetzt noch nie gehabt, kann ich mir auch so gar nicht vorstellen. Deswegen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich wusste das auch nicht. Das war jetzt, das haben wir gestern erst erfahren. Also, oder mein Mann hat es gestern erst erfahren, als er beim Händeabend war, dass eben die Hochzeit, also bei der Location halt eben komplett, also Männer und Frauen sind halt komplett getrennt. Und ich dachte mir so, oh nein, weil ich kenne die Braut ja nicht so richtig, beziehungsweise niemanden, der dort ist. Und dann hat er aber gesagt, dass die Frau von seinem, da wo er Trauzeuge war, halt kommt. Genau, und die kennen wir ja sehr, sehr gut seit sehr vielen Jahren. Und da freue ich mich auch, mit ihr so ein bisschen jetzt zu quatschen und mal rauszukommen. Aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Also ich finde es ja sehr interessant, so andere Kulturen kennenzulernen, wo der Ablauf einfach komplett anders eben ist und anders abläuft. Genau. Der Bräutigam war auch gerade kurz da, der hat mich begrüßt. Ich glaube, ich habe es ja erzählt, ich war mit dem Bräutigam von der 5. bis zur 10. Klasse in der Klasse. Und mein Mann war in unserer Nebenklasse, aber wir waren alle in einem Jahrgang. Genau. Und heute werden auch ganz, ganz, ganz viele da sein, die mit uns zusammen in die Schule gegangen sind. Aber soweit ich weiß, nur Männer. Und ich verstehe mich mit allen und ich kann mit allen gut quatschen. Nur das Problem ist, dass wir ja getrennt feiern. Deswegen bin ich dann da so lost. Deswegen bin ich so froh, dass die Frau kommt. Oh Gott, wir stehen hier alle so gequetscht in dieser kleinen Straße. Also, dass hier noch kein Unfall passiert ist, das ist ein großes Fragezeichen, dass es noch nicht passiert ist. Also wirklich. Naja, habe ich ja gezeigt. Also ich habe mich ganz, ganz, ganz dezent geschminkt. Ich hatte auch wirklich überhaupt gar keine Zeit mehr gehabt. Wir sind wirklich gute 10, 15 Minuten zu spät losgefahren, aber jetzt ist alles gechillt, jetzt sind wir da, alles super. Ich habe auf den Lippen, das ist das, was die meisten fragen werden, Nana Naked von
Banana drauf, die also Liquid Lipstick. Und meine Haare habe ich diesmal nicht mit dem Dyson gemacht, sondern mit einem richtigen Lockenstab. Und zwar diese pinken, die ich doch habe, wo ich diese ganz vielen verschiedenen Aufsätze habe, von ganz dünn bis ganz dick. Da habe ich so eine mittlere Version genommen und die dann wirklich nur mit den Händen bin ich so durchgegangen, leicht. Und das war's. Genau. Mit dem Kleid bin ich auch super, super zufrieden. Habe ich auch super zubekommen. Es passt alles. Ich habe allerdings kein BH an. Aber man sieht es nicht, denke ich. Keine Ahnung. Also es ist nichts, man sieht nichts, weil es mehrere Stoffe sind. Weil hinten hat man ja nur diesen Stoff hier. Und das sieht dann doof aus, wenn man BH hat. Und ich hatte tatsächlich jetzt nichts anderes. Genau. So, jetzt war mein Mann gerade da. Ich lutsche übrigens gerade ein Bonbon. Sorry dafür. Ich habe mir nämlich ganz schnell eine Pizza in den Ofen gehauen. Ja, weil, also wir holen, also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir sollten um 3 Uhr hier sein, um 4 Uhr sollten wir bei der Braut sein. Jetzt mittlerweile ist es schon 3:30, also wir werden es auf gar keinen Fall schaffen, um 4 Uhr bei der Braut zu sein. Ich weiß gar nicht, warum die sich so feiern lassen. Wir sollten langsam mal los. Ja. Und man sollte ab 5 Uhr, kann man in die Location. Genau, und bis dann da aber mit Sektempfang, dies, das, Ananas. Es hieß, dass es erst Essen geben wird gegen 20, 21 Uhr, also extrem spät. Und hätte ich jetzt nicht noch was gegessen, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann ab 5 Uhr umgefallen. Also ich bin ja jemand, ich brauche wirklich irgendwie was zu essen, Mittagessen und keine Ahnung. Genau, deswegen, ich habe jetzt innerhalb von, ich weiß nicht, 10 Minuten mir eine Pizza echt reingehauen, weil ich so unter Zeitdruck war, weil ich noch nicht fertig geschminkt gewesen bin und ich wusste so, oh Gott. Ich hatte dann, oh, ein Eichhörnchen, wie süß. Ich hatte dann meine Schwester angerufen, weil ich habe meiner Schwester heute Morgen, wir haben es heute Morgen erst erfahren, dass wir um 3 Uhr hier sein sollen und nicht um 5 Uhr bei der Location. Und da habe ich heute Morgen direkt meiner Mama und meiner Schwester geschrieben. Meine Mama ist nämlich am Arbeiten, eigentlich offiziell bis 3 Uhr und wäre um 4 Uhr bei uns gewesen. Aber sie hat anscheinend schon um 2 Uhr Feierabend gemacht. Total genial. Das heißt, die wird jetzt wahrscheinlich vielleicht schon da sein. Und ich habe meiner Schwester geschrieben und die hat sich die ganze Zeit nicht gemeldet. Und ich habe sie dann so um 10 vor 2 angerufen und habe gemeint, du meldest dich nicht, was ist los? Und sie meinte, sie war gar nicht am Handy und was denn ist. Und ich so, wir müssen jetzt gleich los. Und sie so, okay, ich gehe erstmal jetzt Gassi. Deswegen habe ich sie extra angerufen, weil sie sich nicht gemeldet hat, dass sie eben noch Gassi geht. Weil mit beiden Jungs Gassi zu gehen, keine Chance. Absolut keine Chance, weil man hat immer die beiden Kinder an der Hand. Also es ist keine Hand frei für noch einen Hund. Und wenn man einen Kinderwagen hat und den Hund und noch den Lias, also ich weiß nicht, wie das, also klar ist es irgendwie machbar, aber dadurch, dass wir, wenn wir bei uns rausgehen, erstmal über die Straße müssen, wo weit und breit erstmal kein Zebrastreifen und keine Ampel ist, man muss halt wirklich erstmal über die Straße laufen und da ist 50 erlaubt. Deswegen ist es schon, wenn wir bei uns rausgehen würden, man wäre erstmal irgendwie, wie bei uns alten Siedlung, dass man erstmal da in einem Park wäre oder sowas, wäre das voll gechillt. Aber dadurch, dass man erstmal über eine schöne Straße laufen muss, ist das gar nicht so easy, wenn man beide Jungs dabei hat und auch noch Hund. Also, ja, ich habe übrigens heute Morgen ja ein Video geschnitten. Das ist komplett fertig hochgeladen. Ich hatte auch mein Thumbnail gemacht. Wozu ich aber nicht gekommen bin, wo ich dachte, ich hätte noch locker Zeit, alles andere zu bearbeiten. Und ich versuche das jetzt nämlich mal, solange wir noch nicht losfahren, übers Handy irgendwie zu bearbeiten, dass ich das Video online stellen kann. Weil wenn ich das nicht schaffe übers Handy, dann werde ich es heute sehr wahrscheinlich auch nicht mehr online stellen, weil es überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Weil wir werden, ich weiß nicht, um wie viel Uhr morgens irgendwann mal nach Hause kommen. Deswegen, ich gebe jetzt mal Vollgas am Handy, dass ich das vielleicht bearbeitet bekomme und online gestellt bekomme. Das wäre echt ärgerlich, wenn nicht, weil ich habe mich extra heute Morgen direkt nach dem Frühstück hingesetzt und diesen Vlog geschnitten, dass heute ein Vlog online, online kommt. Das war der Plan. Also mal sehen, ob ich es schaffe. Ja, wie schön! Das Auto.
So, die Braut ist abgeholt und wir sind jetzt hier bei so einem Schloss, um Fotos zu machen. Stehen sie alle. Ein paar oder einige sind natürlich direkt zur Location gefahren, aber das Hochzeitspaar macht jetzt gerade noch ein paar Fotos und dann fahren wir weiter und dann geht's ab zur Location und dann wird endlich mal gefeiert. Mittlerweile haben wir nämlich schon 6.30 Uhr oder sowas, also ja. Oh mein Gott, der Nachtisch ist angekommen. Es sieht einfach nur so lecker aus. Da oben ist eine Eistorte und Obst. Ciao. Wunderschönen guten Morgen oder hallo zu diesem neuen Vlog oder vielleicht habe ich auch den zusammengeschnitten mit gestern. Oh mein Gott, ich bin zerstreut. Ich habe gerade euch die neuen Teile von Le Lune gezeigt. Der ein oder andere hat es dann wahrscheinlich schon hoffentlich gesehen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Und wenn nicht, dann solltet ihr das tun. Da kriegt ihr nämlich die ganzen Infos immer zuerst. Le Lune hat nämlich zwei neue Sachen rausgebracht. Und zwar eine neue Kollektion erstmal, die Sweater-Kollektion. Also alles so für Herbst, Winter, alles ein bisschen kuscheliger, ein bisschen dicker. Und unter anderem dieses Kleid. Ich habe jetzt noch Leggings drunter, weil ich hatte davor den Cropped, das war so ein Cropped Pulli, angehabt. Der liegt hier noch in einer wunderschönen Farbe und ich wollte es euch aber angezogen zeigen, hier unbedingt das Kleid. Und ich finde das so nice. Ich trage in den Sachen die Größe L, da werde ich immer wieder nachgefragt. Und ihr seht schon, die Ärmel und das Oberteil sind sehr locker. Dann hier mit dem Gummiband in der Mitte. Und das Unterteil ist bei mir auf jeden Fall eng. Man kann das aber auch so bestellen, dass es halt eben locker ist. Ich mag diesen Style sehr, sehr gerne, dass es so eng ist. Ich stelle mir das sehr schön vor. Im Herbst oder im Winter mit einer dicken Strumpfhose, vielleicht auch so ein, keine Ahnung, ich habe so ein Dunkelrot die ganze Zeit im Kopf oder irgendwas, was so ein bisschen, keine Ahnung, Struktur irgendwie hat, irgendein Muster und dann irgendwie so schöne Boots drauf. Mega genial. Ja, das habe ich euch gerade gezeigt und ich habe auf Instagram auch schon ein bisschen berichtet über die Hochzeit, aber das werde ich hier jetzt auch nochmal machen. Ich drehe euch aber gerade mal um. So, ich setze mich kurz hin. Also, ich habe ja so gut es geht versucht, ein bisschen mitzufilmen. Ich habe auf Instagram Stories auch ein bisschen was gezeigt. Da ist es nicht so schlimm, weil die Sachen sind in 24 Stunden wieder verschwunden. Aber auf YouTube, da muss ich halt echt schauen, alleine wegen der GEMA mit der Musik, was ich da euch zeigen konnte oder nicht. Aber ihr habt es ja dann schon gesehen, ein paar Eindrücke vielleicht. Es war auf jeden Fall echt eine schöne Hochzeit. Ich dachte ja wirklich am Anfang so, ah, getrennt, wie wird das werden? Ist es dann irgendwie langweilig? Sitzen die Frauen zusammen und sind nur am Quatschen und die Männer machen Party oder was? Aber Leute, es war komplett umgekehrt gewesen. Ich finde das so sensationell. Also es war eine sehr, 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 sehr schöne Hochzeit. Mega die Erfahrung. Und zwar war es so gewesen, es gab einen großen Raum. Da waren alle Frauen drin, da war alles schön dekoriert, der DJ, die Hauptbühne und. Und dann gab es einen kleinen Nebenraum und da waren die Männer drin. Die hatten keine Musik und gar nichts. Die haben mir so leid getan. Die hatten zwar die gleiche Deko und das gleiche Essen und so weiter, aber keine Musik, nichts. Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum.
Es war so, dass die Braut sich auch immer wieder umgezogen hat, insgesamt 4-mal. Also richtig krass, die kam mit 4 Kleidern an. Also das erste war ja das Brautkleid, wo wir sie ja von zu Hause aus abgeholt haben. Und während der Feier hat sie sich noch 3-mal umgezogen. Und es waren jedes Mal so richtig schöne, das waren so schon so königliche Kleider irgendwie. Also alles mit so, also auch schwere Kleider mit viel Tamtam und Bling Bling und keine Ahnung was. Also die hatte da auf jeden Fall ordentlich was zu schleppen. Und jedes Mal, wenn sie halt reinkam und ein neues Kleid präsentiert hat, war der Bräutigam mit dabei und dann waren die Männer auch bei uns im Raum. Und es war halt dann jedes Mal wirklich mit Musik und alle haben getanzt und gefeiert und gemacht und getan. Und die Männer haben auch immer wieder gesagt, boah, bei euch geht's hier voll ab, voll die Party, bei uns ist gar nichts los. Gott, also richtig lustig, das war halt so komplett anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Und auch als die Männer dann halt eben weg waren, oder wenn die halt eben nicht bei uns waren und die Braut sich wieder umgezogen hat oder irgendwas gemacht hat, das fand ich halt echt ein bisschen schade, dass die Braut super wenig von ihrer eigenen Hochzeit mitbekommen hat. Also der Bräutigam war ja schon sehr viel dann mit seinen Jungs oder mit den Männern, aber die Braut war halt gefühlt irgendwie immer mal eine Stunde, anderthalb weg, um sich komplett neu zu stylen, also auch mit Haare teilweise und so. Bei dem letzten Kleid, da sind wir dann halt gegangen, das hatte ich nicht mehr mitgefilmt, da hatte sie dann offene, glatte, lange Haare, mein Gott, so schöne Haare hat sie. Und das hat halt natürlich immer eine ganze Zeit lang gedauert. Also es war ja nicht nur das Kleid, es war ja auch der komplette Schmuck, der komplette Haarschmuck und. Also die wird ja komplett immer neu gerichtet. Und das ist aber anscheinend in deren Tradition so üblich, dass die Braut sich mehrmals am Abend umzieht. Es gibt sogar Hochzeiten, habe ich mir sagen lassen, wo die Braut sich bis zu 7-mal umzieht. Also wie heftig ist das bitte? Und die Kleider sind aber geliehen, falls jemand sagen sollte, mein Gott, warum sollte man so viel Kleider kaufen? Die Kleider werden tatsächlich ausgeliehen. Es gibt Brautmodenläden, die dafür spezialisiert sind, eben bei so, ich weiß nicht, ob das noch woanders ist, aber bei marokkanischen Hochzeiten ist es anscheinend so, dass man da wirklich sich die Kleider leiht und dann aber die halt so richtig krass pompös sind. Genau, ja, das fand ich halt ein bisschen schade, dass sie halt so, also, was heißt so wenig, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber sie hat ja schon einige Stunden der Hochzeit halt eben sozusagen verpasst aufgrund dieser Umziehgeschichte. Aber wie gesagt, das ist die Tradition halt eben. Aber auch wenn das Brautpaar eben nicht mit dabei war, also ihre ganzen Brautjungfern, die ganzen Mädels und so weiter. Also wir standen auch so oft auf der Tanzfläche. Also ich habe schon lange nicht mehr so viel getanzt und so herzlich auch alles. Und was ich mega genial fand, ich dachte ja, es gibt so halt nur marokkanische Musik und habe das aber gar nicht so im Gefühl gehabt, weil ich mit marokkanischer Musik null was am Hut hatte in der Vergangenheit. Aber Leute, die Musik ist einfach so schön, die ist richtig Party. Also das ist wirklich so, kann man mit türkischen und kroatischen Hochzeiten, auf denen ich jetzt nur gewesen bin, was anderes kann ich halt nicht deuten, vergleichen, dass da so richtig abgeht mit Party und shake dein Booty. Die sind ausgerastet, die Frauen. Ich habe irgendwann, mein Mann hat mir immer mal geschrieben, ist alles okay bei euch? Und habe ich gesagt, so ja, bei uns ist alles okay. Ich weiß nicht, ob bei euch alles okay ist, aber hier geht die Party ab. Ich habe zu ihm geschrieben, jetzt weiß ich auch, warum die Frauen und Männer getrennt feiern. Weil wenn die Männer da waren, haben die Frauen auch schön getanzt. Aber wenn die Männer weg waren, sind die Frauen ausgerastet. Also wirklich, die haben ihre Ärsche geshaked. Und es ist völlig egal, ob die Frau 20 war oder 60 war. Also wirklich, gerade die älteren Frauen. Alter Schwede. So eine Hammerparty. Also Stimmung on fleek auf jeden Fall. Und ich dachte halt so, dadurch, dass die Braut sich immer wieder umziehen gegangen ist und weg war, dachte ich so, ach, da werden die Leute viel sitzen und dann quatschen und warten, bis sie wieder kommt und dann ist wieder die Party. Aber nein, in der Zeit, wo sie weg war, wurde genauso hart Party gemacht. Sogar noch mehr gefühlt, weil dann auch die ganzen Männer nicht da waren. Also das war so ausgelassen. Man hat so mit den Frauen getanzt und man hat sich überhaupt keine Gedanken gemacht, sehe ich irgendwie gerade doof aus, sehe ich bitchy aus, sehe ich wie auch immer aus, weil man nicht den Hintergedanken hatte, oh, da könnte mich jetzt irgendein Mann auf meinen Arsch die ganze Zeit starren oder sich denken, oh mein Gott, die ist verheiratet, warum bewegt die sich so und andere Männer gucken sie an oder sowas. Also so, es hat schon irgendwie, hat schon irgendwas, muss ich wirklich sagen, hat schon irgendwas, fand ich sehr, sehr angenehm und halt einfach ausgelassen. Mega genial. Also so für mich als
Verheiratete, finde ich das irgendwie ziemlich, ziemlich genial, muss ich sagen. Es war einfach wie so ein Mädelsabend unter sich, ohne dass man sich irgendwie Gedanken machen muss. Sitzt gerade alles richtig, guckt irgendwas raus, sehe ich irgendwie gerade zu krass aus oder auch nicht und keine Ahnung, also mega genial. Mega genial. Hätte ich nicht gedacht, finde ich ganz, 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 ganz toll. Wirklich. ja, was war noch gewesen? Das Essen. Es gab Vorspeise, das habe ich euch ja abgefilmt. Da war alles Mögliche drauf. Hähnchen und verschiedene, also Salate, ob es jetzt Nudelsalat war oder dann gab es auch was mit Reis und Reissalat und viel mit auch Fisch und so weiter. Das war jetzt nicht so meins gewesen. Ich habe sehr viel Pute gegessen und ein bisschen Gemüse war dazwischen. Also die Vorspeise war sehr, 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 sehr lecker. An der habe ich mich auch so ein bisschen satt gegessen, weil ich wusste, zur Hauptspeise gibt es traditionell Lamm und Lamm esse ich überhaupt nicht. Lamm hat so einen ganz bestimmten Geschmack, den liebt man oder den mag man nicht. Und ich mag ihn tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich habe es tatsächlich schon probiert. Bei meinem Mann in der Kultur gibt es auch sehr oft Lamm und es ist überhaupt gar nicht meins. Also ich kann damit nichts anfangen. Deswegen habe ich von der Vorspeise einfach ein bisschen mehr gegessen, war da aber auch dann echt gesättigt. Und von der Hauptspeise habt ihr ja gesehen, unten war halt eben Lamm in Soße. Das kann man auch dann mit Brot und so weiter tunken. Und oben war Couscous gewesen. Davon habe ich auch nochmal gegessen. Es war auch ein ganz anderer Couscous, als man es so aus der türkischen Kultur kennt. Da kennt man es ja dann eher so, keine Ahnung, noch mit, also eher so. Ja, mit roten Gewürzen, vielleicht auch teilweise ein bisschen scharf oder wie auch immer. Und dort war es halt so komplett anders. Ich weiß gar nicht, was da alles drin war. Da waren auf jeden Fall auch Nüsse und mit, ich glaube, mit Zimt oder so. Also was ganz anderes. Es hat komplett anders geschmeckt, als man es so kennt oder gewöhnt war. Aber es war sehr, 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 sehr lecker. Und die Nachspeise, die war einfach nur perfekt. Es war genau meins gewesen. Denn unten war ein kompletter Obstteller mit allen möglichen Obstsorten, die man mag. Also ich vor allen Dingen, da war wirklich Ananas, die ganzen verschiedenen Melonensorten und Trauben und was weiß ich. Also perfekt. Ich liebe es ja Nachtisch. Also zum Nachtisch, dass Obst auf jeden Fall serviert wird, finde ich ein ganz, ganz, ganz großes Muss. Dass eben nicht nur Torte und Kuchen und dieses ganze Schwere, sondern dass auf jeden Fall Obst angeboten wird. Also das möchte ich bei unserer Hochzeit auch auf jeden Fall haben. Und oben gab es einfach eine Sahnetorte, wollte ich schon sagen. Eine Eistorte. Also dieser obere Teil, den ihr gesehen habt, das war komplett Eis. Das hat einfach so heftig lecker geschmeckt. Ich hätte es am liebsten komplett gegessen. Also es war wirklich, wirklich, wirklich lecker gewesen. Genau. Ja, was war noch gewesen? Also im Großen und Ganzen, wie gesagt, eine sehr, sehr, sehr gelungene Hochzeit. Das Essen hat lecker geschmeckt, die Stimmung war on point, die Musik war super gewesen. Es lief auch nicht nur marokkanische Musik, aber die marokkanische Musik, die lief, die war so richtig Party. Das waren halt auch diese orientalischen Beats, wo ich mich total wiedergefunden habe. Voll oft kamen irgendwie so Melodien, wo ich dachte so, oh, ist ein kroatisches Lied. Wirklich, weil diese Melodien halt relativ, was heißt ähnlich sind, aber die finden sich halt eben wieder und es lief tatsächlich sogar ein richtig kroatisches Lied komplett. Es liefen französische Lieder, aber auch so diese Party-französischen Lieder. Und es lief auch viel Spanisch. Die Braut ist nämlich in Spanien aufgewachsen. Es waren auch ganz viele von ihren Cousinen und so weiter da. Und die haben alle ständig Spanisch gesprochen. Und ich habe mich einfach nur wie im Urlaub gefühlt. Es war so, so, so eine schöne Hochzeit. Wirklich. Das Einzige, wo ich halt schade fand, war halt eben, dass die Braut so oft gefehlt hat. Aber auch, ich dachte am Anfang, ich würde es schade finden, dass ich meinen Mann den ganzen Abend nicht sehe und dass wir gar nicht zusammen so den Abend verbringen und feiern und tanzen können. Aber wirklich, die waren ja immer wieder da gewesen, aber halt nicht den ganzen Abend. Und ich fand das mega entspannt. Ich fand das so, so, so genial. Also, ja. Es gab auch Gastgeschenke. Die Männer haben einen Kugelschreiber bekommen, wo die Namen eingraviert waren von vom Brautpaar und auf der am anderen Ende vom Kugelschreiber war so dass man über Handy und Laptop und so weiter, so nicht Laptop, iPads so gehen kann. Wisst ihr, diese Noppen, die da hinten so drauf sind, was es da gibt? Und die Frauen haben einen Fächer bekommen, aber so einen Mini-Fächer, voll süß. Und da waren auch die Namen oder sind die Namen eingraviert.
Also mega genial. Wirklich kann man echt nicht sagen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass als wir Frauen saßen und mal kurz gechillt haben, hat man die Klimaanlage schön gespürt. Sobald man getanzt hat, war es wirklich warm gewesen. Aber wenn die Männer auch noch reingekommen sind, dann war Feierabend. Das war so eine unglaubliche Hitze und wirklich auch, ich glaube, die Klimaanlage hat irgendwann nicht mehr mitgemacht, hatte ich das Gefühl, weil ich war immer mal wieder draußen gewesen, einfach um sich ein bisschen abzukühlen. Und immer, wenn man reingekommen ist, das war dann nicht so, dass man das Gefühl hatte, oh, es ist heiß, sondern es war richtige schlechte Luft. Also ich weiß nicht, ob die Klimaanlage einfach da überfordert gewesen ist oder so, weil es war halt auch ein kleiner Raum tatsächlich, muss ich sagen. Also für 100 Gäste war es ein kleiner Raum. Es war ausreichend Platz, dass jeder zu sitzen hatte und man hatte ja auch genug Tanzfläche. Also eigentlich war es ausreichend, aber irgendwie dann doch nicht. Also keine Ahnung, es war auf jeden Fall eine super schlechte Luft. Also das hat mir jetzt auf jeden Fall, weil ich war die ganze Zeit am Überlegen noch für unsere Hochzeit, ob ich solche Fächer bestellen soll oder nicht, weil ich die ganze Zeit denke so, oh, die haben ja, es ist ein schöner großer Raum und wir haben dann auch, da ist eine wirklich gute Klimaanlage, aber ich glaube, jede Klimaanlage ist irgendwann mal so ein bisschen, was heißt überfordert, würde ich jetzt nicht sagen, aber die Klimaanlage kann ja auch nur einfach klimatisieren und wenn gerade nichts los ist, dann ist es vielleicht sogar ein bisschen frisch, aber wenn alle tanzen, machen und tun, dann wird es einfach warm, das ist halt einfach so und da kann wahrscheinlich die beste Klimaanlage irgendwann mal nicht mehr mithalten und das dann dauerhaft kühl halten, also irgendwann ist es einfach warm, kennt man ja auch aus den Diskotheken, daher sind ja auch, das wird ja auch immer alles klimatisiert und dass die Luft frisch ist, aber irgendwann ist es einfach nur noch uff. Deswegen ist mir bewusst geworden, ich werde safe auf jeden Fall Fächer bestellen, dass man sich wirklich selber zumindest ein bisschen Luft zufächern kann. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, ich hatte gestern natürlich auch immer mal wieder selber gedacht, so, ach, das könntest du übernehmen, das könntest du, das möchtest du anders machen und so weiter, das ist deins, das ist nicht deins und so weiter, das macht man automatisch, wenn man seine eigene Hochzeit plant, guckt man sich andere Hochzeiten an und ja, weiß dann auch, worauf man achten soll oder was einem nicht so gefällt. Man kann natürlich auch nicht jede Hochzeit miteinander vergleichen. Alleine, wenn es um traditionelle Hochzeiten geht, da werden ja viele Sachen einfach anders gemacht, ganz klar. Ja, aber alles in allem zusammen gesehen, eine sehr, sehr, sehr schöne Hochzeit. War super, super, super nice gewesen. Also mega schöner Abend. Wir sind dann so gegen 2 Uhr weg. Da waren auch schon einige Gäste weg. Es waren aber auch noch einige da gewesen, so von den Jüngeren. Die Älteren waren da zu dem Zeitpunkt schon weg gewesen. Genau. Wir sind dann aber irgendwann los, weil wir wussten, wir müssen noch eine Stunde fahren. Erstens das. Das ist übrigens so lustig. Ich habe euch ja immer mal wieder nach Dietzenbach mitgenommen zum Deko Andreas, dieser große Dekoladen, wo ich euch ja schon oft mitgenommen habe. Und die Location war original 3 Minuten von diesem Deko Andreas entfernt. Also ich kannte mich daran ganz gut aus und wusste, dass wir halt so 50 Minuten nach Hause brauchten, aber es hat auch mega geregnet. Wir hatten aber richtig Glück, weil es war eigentlich für Samstag den kompletten Tag Regen angesagt und es hat einfach gar nicht geregnet, erst wirklich am Abend, als wir in der Location waren. Davor, man konnte ganz normal Fotoshooting machen und die Braut abholen und. Wenn es geregnet hätte, wäre das alles halt gar nicht so gegangen, wie es halt eben war. Also, dass man auch vor der Tür tanzt und so weiter. Da hatten übrigens auch Leute auf Instagram gefragt. Es hatten sich tatsächlich keine Nachbarn beschwert. Also, dass es da laut war und gesungen und getanzt wurde. Also, die einen ärgert sowas vielleicht und mögen das nicht. Die anderen sagen sich, ach komm, das dauert irgendwie jetzt mal 15, 20 Minuten. Mein Gott, ist ja jetzt nicht schlimm. Die anderen feiern sowas. Ich liebe das. Ich habe da früher immer, als ich im Gallus oder in Griesheim gewohnt habe, in Frankfurt, immer die Fenster aufgerissen und rausgeguckt und mitgefeiert von zu Hause aus. Ich liebe sowas, wenn es einfach so richtig zelebriert wird, wenn die Braut aus ihrem Elternhaus sozusagen abgeholt wird. Ich finde das mega, mega, mega nice. Gerade für Paare, die vorher noch nicht zusammen gewohnt haben, wo die Braut noch die ganze Zeit im Elternhaus wohnt. Das ist bei uns in Kroatien übrigens auch so oder in Bosnien. Es ist nicht üblich, also das sind die Ausnahmen eigentlich. Also es ist nicht üblich, dass
man schon vorher zusammen wohnt. Also man lernt sich kennen, man führt eine Beziehung, aber jeder wohnt bei seinen Eltern. Und wenn man dann verheiratet ist, dann zieht man sozusagen in die erste eigene gemeinsame Wohnung. Und deswegen ist es auch super üblich, dass man dann halt viele Geschenke bekommt. Also klar, Geldgeschenke, aber daher kommen halt eben auch diese alten Traditionen, dass man Küchengeräte schenkt oder Einrichtungssachen oder keine Ahnung, oft ist es so, dass es dann heißt, zum Beispiel vom, dass die Eltern halt größere Sachen übernehmen, dass man sagt, zum Beispiel, man kauft dem in Ehepaar ein komplett neues oder erstmal generell ein Schlafzimmer, also Ehebett und großer Kleiderschrank und so weiter und so fort. Genau. Ja, das ändert sich natürlich auch. Viele wohnen vorher schon zusammen und so weiter und so fort und haben dann schon ihr eigener Haushalt und lassen sich dann eher Geld schenken. Aber so grundsätzlich, das war jetzt hier eben auch der Fall, dass das Brautpaar noch nicht zusammen gewohnt hat. Und ich finde das sehr, 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 sehr schön. Also dieses, dass sozusagen der Bräutigam und die neue Familie, die alte Familie bleibt immer die eigene Familie, ganz klar, aber dass man so dieses, man holt die Braut ab, ja, dass der Bräutigam dann die Braut da auch das erste Mal halt eben sieht in ihrem Brautkleid und die, ja, Eltern von der Braut sozusagen den Bräutigam, die Braut übergeben und so weiter, das ist sehr, 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 sehr schön. Also bei uns in Bosnien, Kroatien ist das immer ein sehr, sehr, sehr emotionaler Moment, wo sozusagen diese Brautübergabe stattfindet. Und ich finde das einfach so schön. Ich finde das so, 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 so schön. Ja. Genau. Aber so viel erstmal, oder beziehungsweise das zu der Hochzeit oder beziehungsweise zum gestrigen Abend. Ich habe heute Leute, original, also ich traue es mich gar nicht auszusprechen. Ich habe einfach bis um kurz vor 10 geschlafen. Ich bin einmal kurz wach geworden, habe aufs Handy geschaut, da war es 8 Uhr. Dann habe ich mir gedacht, so, ach komm, kuschel dich nochmal für 10 Minuten ein, dann gehst du gleich runter. Mein Mann ist nämlich schon unten gewesen mit den Kids, die waren heute motiviert. Und waren, ich glaube, die sind aber auch so um kurz vor 8 oder sowas, 7.30 Uhr, also so wie immer eigentlich, runter. Aber bei mir ging gar nichts. Ich habe einfach weiter geschlafen und bin dann irgendwann aufgewacht. Das war vielleicht so 9:45 oder sowas. Also, oh mein Gott, es hat aber richtig gut getan, muss ich sagen. Ich bin richtig fresh und munter und ja, werde jetzt mit meiner Arbeit beginnen. Ich habe gerade schon eine Instagram-Story gemacht. Ich wurde nämlich super viel zu meinen Haaren gefragt, wie ich die Locken gemacht habe und. Ich habe euch ja schon gesagt, ich habe einfach diesen Lockenstab benutzt, diesen pinken, den ich habe, der die ganz vielen verschiedenen Aufsätze hat. Und da habe ich einen benutzt, der hat eine Dicke von ungefähr, würde ich schätzen, 1,5 Zentimeter. Genau. Ja, da habe ich ein bisschen drüber berichtet, was ich beachte, was ich mache, dass die Locken so halten und so weiter und so fort. Wenn es euch interessiert, schreibt es mir nochmal in die Kommentare, dann werde ich das Thema nochmal angehen. Ansonsten folgt mir auf Instagram. genau. Und habe jetzt auch gerade mal die neuen Sachen von Lelune gezeigt. Und ich werde jetzt noch ein paar andere Sachen anziehen, das abdrehen und das dann schneiden und auch gleich online stellen. Genau, das ist der Plan. Ich hoffe, dass ich damit schnell durchkomme, denn ich möchte einfach noch ein bisschen den Sonntag auch mit meiner Mama genießen. Die ist ja noch da. Die haben ja gestern hier Kinoabend gemacht, beziehungsweise Pyjama-Party. Als wir weggegangen sind, sind sie noch mal hier ein bisschen spazieren gegangen mit Lias und Samu. Und Samu, als er dann irgendwann im Bett war, haben sie mit Lias einen Film zusammengeschaut, irgendeinen Zeichentrick Film, Disney-Film, keine Ahnung, haben sozusagen Pyjama-Party gemacht. Er durfte auch ein bisschen länger wach bleiben. Ich glaube, er war bis 8 oder sowas wach gewesen. 8:30 Uhr. Und als wir sind übrigens um 2 Uhr von der Hochzeit weg und waren dann um 3 Uhr zu Hause. Aufgrund dessen, dass es super, super krass geregnet hat, musste man halt einfach ein bisschen langsamer fahren. Und als wir dann rein sind, haben meine Mama und meine Schwester bei uns auf der Couch gelegen. Mit Samu können sie immer rübergehen, weil wir haben ja das Babyphone. Da haben wir auch super empfangen. Aber für Lias haben wir ja kein Babyphone mehr und dann hätten sie nicht mitbekommen, wenn er irgendwie nachts wach wird oder ja, genau. Deswegen haben sie auf der Couch gelegen und geschlafen.
Beziehungsweise auch noch Fernseher geschaut. Meine Schwester hat gemeint, sie war noch wach gewesen. Läuft bei ihr. Genau, deswegen, ich will versuchen, jetzt mit meiner Arbeit schnell durchzukommen, dass ich noch ein bisschen Zeit mit denen verbringen kann und wir einfach noch ein bisschen gechillten Sonntag haben und ja, mal gucken. Also großartig machen werden wir nichts, weil es ist grau, es ist nass, es regnet, es ist kalt, ungemütlich. Also zum Rausgehen oder sowas ist nicht so geil, aber mal gucken, was wir noch machen. Ich werde euch auf jeden Fall berichten und mitnehmen. Genau, aber jetzt fange ich erstmal an zu arbeiten und dann melde ich mich später wieder bei euch.